Hab ich noch was im Gesicht? Nee. Ja, Leute, jetzt ernsthaft. Unbedingt entscheiden, ob du eine Binde auf dem Arm hast. Aber immer ganz gut, wenn du einen Kapitän hast, der vorweg geht, der vorweggehen kann und hier auch in die Verhandlungen geht. Und ich denke, Julie ist eine Spielerin, die es gezeigt hat. Ah, sie haben es ja eben selber gesagt, wie sie wiedergekommen ist, was sie getan hat, was sie da auch die ganzen Jahre eingebracht hat. Und das sieht man, glaube ich, auch in München. Und das ist auch ein Typ, sag ich mal, der in der Mannschaft einen riesen Stellenwert hat, muss man auch dazu sehen. Hey Leute, ich wollte euch nur persönlich Bescheid geben, dass ich leider nach Hause muss. Ich bin ein bisschen auf die Schulter gefallen, ist aber nicht so schlimm, sieht dramatischer aus, als es ist. Ich fliege zurück nach Frankfurt und dann sehen wir uns aber, denke ich, in Aachen wieder. Man weiß, dass nur 16 Feldspieler plus 2 Torhüter dabei sind jetzt bei Olympia. Aber wir haben davor jetzt auch noch wichtige Spiele, die wir erstmal absolvieren müssen, bevor wir dann Richtung Olympia fahren. Klar, es ist jetzt eine Vorbereitung auch für Olympia. Die Zeit, die will jede Spielerin nutzen, sich zu zeigen. Und letztendlich wird dann Horst die Entscheidung treffen. Aber der Druck ist da, klar. Aber ja, jede Spielerin geht da anders mit um. Ein bisschen beide, ja. Beide die Mikros kriegt. Alex auch gerne ein bisschen nach links, damit beide. Jawohl. Alexander, ja. Hallo. Alexander, wie geht es? Hallo. Was ist denn da passiert, Alex? Ja, wir wollen uns einfach mal einen Spaß daraus machen, was alles so in den sozialen Medien passiert. Und deswegen bin ich gerade der Alexander und ich freue mich, dass ich hier bin. Alexander Bock. Alexander Bock. Nein, nee, ja. Reicht jetzt auch. Steht aber, lass ruhig. Kathi, was sagst du? Kann sie tragen? Ja, auf jeden Fall. Bin ich Bobby? Wenn ich Alexander wäre, dann. Ja. Also, es sieht danach aus, dass große Freude in dir und im Team ist, weiterhin. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum dieser Gap gerade, der von da hinten übrigens einigen Nationalspielerinnen und Kolleginnen auch bejubelt wurde. Ja, also ich glaube, man sieht schon, dass die Stimmung gut ist hier im Team.